Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ja, herzlich willkommen. Es gibt eine Eilmeldung und zwar gibt es die ersten Hacker auf der PlayStation 4 in Black Ops 4. Wir gucken uns dazu gleich ein paar exklusive Clips an, die mir von Abonnenten geschickt wurden. Denn ich habe euch ja gesagt, falls ihr mal einen Hacker trefft, bitte irgendwie aufnehmen, sei es PC, sei es Konsole und mir zukommen lassen. Das haben jetzt einige gemacht, deswegen haben wir ein paar Sachen. Und eins ist auch sehr, sehr aktuell. Und das hat mich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Ganz kurz eine Sache, ich habe gestern sehr, sehr spät mein Video hochgeladen, mein Wochenhighlight-Video. Falls du es noch abchecken willst, dann klick doch gerne mal in die Videobeschreibung. Und noch was, falls du dieses Video hier direkt nach Release anschaust, bin ich jetzt gerade live am Streamen. Kommt doch auch gerne dort mal vorbei. Wir zocken ein bisschen. Da könnt ihr die Wochenhighlights quasi mal live miterleben. Genau, Freunde. Das heißt, Hacker-Reaktionsvideo ist heute angesagt, Freunde. Und morgen kommt dann wieder ein Gameplay-Video. Auch ein richtig cooles, habe ich auch schon fertig. Freunde, jetzt passt mal bitte auf. Wir schalten erstmal kurz zurück in die Monitorsicht. Ihr seht heute meinen Monitor mal so ein bisschen abgefilmt. Und ich wollte euch diese Sachen ganz kurz zeigen hier. Das war mir wichtig, damit man mal sieht, was auf Twitter teilweise für eklige Missgeburten rumlaufen. Und zwar, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Der Fortnite-Spieler Bogdan ist tödlich ums Leben gekommen. Okay, tödlich ums Leben gekommen ist doppelt, aber ist gestorben. Kurze Vorgeschichte dazu. Das könnt ihr auch alles in dem Tweet hier von Razeru lesen, hier in diesem. Und zwar hat er, also die waren ja in San Jose bei TwitchCon, haben dort das Turnier gespielt und an einem Morgen, am letzten Morgen, ist der Razeru einfach aufgewacht und neben ihm lag sein Teammate Bogdan gestorben. Also das wirklich, wirklich schlimmste Erlebnis für beide, was man sich vorstellen kann. Stellt euch mal vor, der hat jeden Tag mit dem gezockt, zwei Monate lang. Stellt euch mal vor, ihr wacht neben dieser Person auf und sie ist gestorben. Das ist also nachts, man weiß noch keine Details, aber das hat mir wirklich gestern Abend einen fucking Schauer über den Rücken laufen lassen. So, darauf habe ich geschrieben, das ist ja komplett furchtbar, was ihm und auch dir passiert ist. Jemanden tot aufzufinden, ist eine Situation, die von absoluter Ratlosigkeit geprägt sein muss. Ich hoffe, du kommst da raus und wirst schnell wieder glücklich. Ich kannte Bock dann nicht, aber 21, der Typ war nur 21, ist zu jung. Da habe ich danach noch Ruhe in Frieden geschrieben. Und guckt euch mal, was dieser kleine Hundesohn, wirklich Hundesohn, man muss es wirklich sagen, es gibt keine nette Beschönigung. Er schreibt, juckt. Das ist, juckt ist ja so, sowieso schon der triggerndste Wort der Welt, aber man muss sich dazu einfach mal vorstellen, dass man es in diesem Zusammenhang schreibt. Ja? Das heißt, es steht auch unter diesem Tweet hier. Man könnte auch meinen Tweet entfernen und würde es hier unter diesem Tweet stehen. Und das alleine, das alleine sich zu trauen, finde ich wirklich, wirklich ekelhaft. Na gut, das wollte ich euch aber nicht zeigen, sondern Hacker. Und zwar wurde ich hier zum Beispiel drauf markiert. Gucken wir uns das schon mal schnell an. Man muss dazu sagen, dieser Clip ist in Originalgeschwindigkeit. Und ihr seht hier schon, der Typ scheint irgendeine Art Speedhack zu haben. Der Typ ist einfach mal ultra schnell. Ihr seht es auch gleich, wenn ihr nämlich den normalen Gegner seht, dass das Ganze, also dass nur er schnell ist, der Rest aber nicht schnell. Das heißt, der Rest ist normaler Geschwindigkeit. Um das nochmal zu beweisen, hat mir hier ein sehr, sehr lieber Typ, und zwar der Sharks, hat mir hier Sachen geschickt, und zwar fangen wir mal an mit dieser Sache hier. Wir gucken uns das mal zuerst an. Das ist ein bisschen unscharf, wird aber gleich scharf, Freunde. Jetzt guckt mal bitte an, was da abgeht. Das ist auf der Playsee erspielt, auf der Playstation. So, jetzt passt mal auf. Seht ihr das? Habt ihr gesehen, was der Gegner gemacht hat? Der jetzt nicht, aber der andere, wie er vor ihm hergelaufen ist, mit ungefähr zehnfacher Geschwindigkeit. Und das ist jetzt schon häufiger mal passiert. Das heißt, jetzt ist die große Frage, gibt es einen Glitch, gibt es einen Hack oder wie machen die Leute das? Guckt euch das an, wie schnell der ist. Was ist? So. Und der Typ heißt sogar Mods. Oh Gott, der heißt ja sogar Mods. Er bodyshootet ihn aber auch. Okay, erstmal wollte ich Sharks grüßen an der Stelle. Hat mir noch ein paar nette Texte hier geschrieben. Richtig nett. Und er hat noch einen Clip gesendet. Anscheinend aus derselben Runde. Schauen wir da auch nochmal rein. Am Anfang ist es immer ein bisschen unscharf, warum Twitter das auch immer macht. Keine Ahnung. Aber ihr seht es schon. Guckt euch das an. Das ist die Killcam. Das. Okay, er hat das. Warte mal, wir müssen analysieren. Er hat hier mit Skulk. Warte, nochmal zurück. Er hat mit Schleicher gespielt. Eventuell ist es irgendein Glitch, den man mit Schleicher oder so zusammen benutzen kann. Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Und es gibt anscheinend noch keine Aimbotter, noch keine irgendwie Wallhacker oder so. Aber diese Spezies hier, die ist auf jeden Fall jetzt schon am Start. Und zwar ja, sind das halt eben Leute, ne, die halt einfach ja diesen ekelhaften Drecksmove machen. So, und dann hat er mir eben noch mal ein Video geschickt. Ein brandneues. Deswegen sage ich ja, dass es hier ein neues Video gibt. Und guckt euch das an. Was ist das?
Ist es ein, wenn ihr irgendwas darüber wisst, schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Aber was ist, wie schnell ist der Typ unterwegs? Ach du Heilige, wieso ist er so schnell unterwegs? Und das, guckt euch das mal an, was ist das? Ich kann es nicht verstehen, das ist ja sowas von ekelhaft. Man muss ja dazu sagen, wenn man sich mal so die Geschichte anschaut, ne? Die Geschichte von Hackern oder whatever auf der Konsole. Guckt euch das an, was? Der spielt sogar Shotgun, oder? Weil er weiß, man kann ihn nicht auskontern mit einer Shotgun. Alter, ich krieg das Kotzen. Okay, das hat der andere ihn jetzt geholt, aber... Okay, Leute. MW2 hatten wir richtig schlimm Hacker damals. Nachdem das Spiel nicht mehr unterstützt wurde. Okay, es wurde nicht mehr unterstützt. Dann, ihr wisst es vielleicht noch, das Ganze in Modern Warfare 3 angefangen. Es hat immer einmal kurz geleckt, wer weiß es noch, schreibt es in die Kommentare. Es hat immer einmal kurz geleckt und zack, war ein Unsichtbarer in der Lobby, der euch einfach mir nichts, dir nichts holen konnte, wann er wollte. Ich glaube, er hat richtig Hass auf den Modder. Er ist hier nur am Bodyshooten und so, ich feiere das schon ganz gut. Er macht auf jeden Fall gerade gutes Entertainment hier. Ja, und dann sind wir irgendwie zu Black Ops 2 geswitcht. Black Ops 2, absolut dasselbe Spiel, Leute. Black Ops 2, nach einiger Zeit gab es auch dort Hacker und zwar richtig schlimm. Ich weiß nicht, wer von euch damals meinen Black Ops 2 Stream gesehen hat von vor ein paar Wochen. Dort habe ich nämlich gegen Spieler mit einer Dex gespielt, eine modifizierte PlayStation 3. Die haben mich live im Stream gefreezed, Leute. Das muss man sich mal reinziehen. So, ich mach mal kurz hier Facecam groß, weil ich nämlich noch ein Video anmachen will. Beziehungsweise wir suchen mal, ob es hier noch andere... Ihr seht schon heute keine Cuts, ich hatte einfach keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Ob es noch weitere Hacker-Videos gibt hier in Black Ops 4. Wir schauen einfach mal. Man muss immer mal schauen, finde ich, auch auf YouTube. Black Ops 4 Hacker. Das Video heißt auf jeden Fall so. Okay. Speed Hackers, ja. Einige schreiben jetzt hier wirklich Speed Hackers als Thema hin. Ich mache mal zum Beispiel das hier an. Gucken, was das für ein Video ist. Guck mal, aber man muss schon sagen, es ist schon, als ob ich... Also, ich will nicht pushen, aber es ist schon so, als ob ich schneiden würde. Weil ich habe hier schon gute Moves am Start mit dem hier. Und dem hier. Ihr wisst ja, normalerweise sind die Videos auch alle geschnitten, nur ich hatte zurzeit einfach ein bisschen Bock, dieses Video einfach ein bisschen chilliger zu machen. So, gucken wir mal hier rein. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, jetzt sind wir mal in der Sicht eines solchen Hackers. Aber der Typ ist ja, wie alle Hacker, mal wieder komplett schlecht, Leute. Ohne Witz, ich frage mich da wirklich, was geht da ab? Also, ich weiß nicht, sind die Leute dann wirklich absichtlich so schlecht oder was ist deren Scheißproblem? So, Black Ops 4 Hacker, PS4 machen wir auch mal an. Ich glaube, es scheint sich aber jetzt alles um ähnliche Probleme zu handeln. Ja, man sieht es hier. Das ist anscheinend das neue Hack-Phänomen. Oder was heißt Hack? Ist es ein Hack? Ist es ein Glitch? Ich weiß es nicht, Leute. Und das macht mir einfach irgendwie Sorgen. Keine Ahnung. Alter. Ich krieg wirklich Bauchschmerzen, wenn ich das sehe. Das kann dem Typen doch unmöglich Spaß machen. Das kann ihm doch unmöglich Spaß machen. Also, und das ist jetzt anscheinend der neueste Scheiß, ja? Das ist jetzt der neueste Scheiß. Alter, ich... Was, Alter, hat der Typ sich am Ende noch einen runtergeholt? Oder was war gerade das Problem? Okay, Leute, wir gucken nochmal, ob wir was finden. Jetzt mal Real Talk, ne? Ich... Jittermod-Hacker? Niemals, oder? Es gibt noch nicht Jittermod. Kennt ihr Jittermod? Ich zeige euch mal kurz, wie Jittermod in Black Ops 3 aussah. Dann werdet ihr es sicherlich wiedererkennen. So, mit der Bretschi nämlich, Freunde. Wer das vielleicht noch kennt, gucken wir uns das jetzt mal an, Freunde. So. Jittermod heißt, dass die Bretschi... Guck einfach mal, wie schnell die Waffe schießt. Guck mal, wie schnell die Waffe schießt. Kannst du bitte was machen, oder? Und ihr wisst, wie viel Schaden die Bretschi macht. Das ist eine Shotgun. Okay. Und da stand jetzt gerade Jittermod-Hacker in Black Ops 4. Das kann ja wohl jetzt... Also das ist wahrscheinlich Clickbait, oder? Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Okay. Yo! Oh my god! Yo! Dude, I would be so scared, dude. What's going on, guys? Shane Feeds here, and today I have a special... Okay. Das ist anscheinend irgendwie Schnellfeuer oder so einfach, oder? Sonst kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ist es Schnellfeuer? Warte, gucken wir nochmal in die Klasse hier rein, die er sich hier erstellt.
Er hat sogar ein Video auch von BO3 gezeigt, hätte ich mir sparen können. So, hat er jetzt hier irgendwas in der Klasse drin? Sieht man das jetzt noch oder wählt er einfach aus? Auf jeden Fall probieren die das hier aus. Wait. I'm shooting as fast as I can. Hold on. I'm shooting as fast as I can. This is how it works. This is my normal trigger. Yeah. Right. And then if I use the paddle, if I'm gone, let me reload. This is it. Hold on. Nein. Das gibt's wirklich jetzt schon in Black Ops 4. Also wer nicht weiß, wie das funktioniert, es gibt einen Stick. Es wird wahrscheinlich hier auch wieder so sein. Es ist, glaube ich, auch auf PlayZ, oder? Ist es auf Play? Ja, es ist auf PlayZ. L2 steht da unten bei dem Heilen. Es gibt einen Stick, der kann quasi die Geschwindigkeit des Triggerns einstellen. Und wenn man eine ganz gewisse Geschwindigkeit einstellt, dann schießt die Waffe einfach schneller, weil du genau diesen perfekten Punkt immer wieder triffst, wann sie schießt. Das wird eine schöne Zeit, gegen diese Leute zu spielen. Das wird eine schöne Zeit. Leute, wir sehen uns im Livestream. Danke fürs Dabeisein. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin fassungslos. Ciao, ciao.